Ausgestattet her mit der M249, mit der Saw, die Säge, ein Maschinengewehr, was wirklich ordentlich rumst und alles kurz und klein ballert, was ihm in den Weg kommt. Als Gesprächsthema hier habe ich mir noch einmal die Sache mit diesen Fremdcommentaries angenommen. Habe ja bei meinem letzten Video, wo ich das MW3-Video von Freeskier 961 kommentiert habe, ein bisschen Schelte und Hiebe empfangen. Schelte und Hiebe ist ein bisschen übertrieben, aber doch ein bisschen Feedback, was mich schon ein bisschen verwundert hat, muss ich zugeben. Also war nicht so ganz, war schon ein bisschen überrascht, was da zurückgekommen ist. Und darauf möchte ich nochmal kurz eingehen. Diese ganze Geschichte mit den Fremdkommentaren ist ja nur so eine kleine Idee, beziehungsweise will ich ab und an mal machen. Die Idee finde ich gut und daran werde ich festhalten. Übrigens hat Freeskier von mir auch schon ein Video kommentiert, aber dazu ein bisschen später mehr. Die Idee finde ich, wie gesagt, gut. Macht mir einfach Spaß, mal ein bisschen über was anderes zu quatschen, was ich zum Beispiel auch nicht habe, also Games, die ich nicht besitze, die aber schon ein bisschen mein Genre treffen, also Shooter und dergleichen, also wo ich sage, man jetzt sachlich, fachlich ein bisschen versiert bin, auch wenn ich die Games nicht so genau kenne. Rückmeldungen sind eben so kommen, was der Schmarrn soll, und das ist ja nur ein Pushen von einem anderen Kanal. Es ist nicht gedacht zum Pushen eines anderen Kanals. Es ergibt sich vielleicht daraus, aber da muss ich auch ehrlich sagen, ja und? Ich wäre froh gewesen, wie ich angefangen habe hier bei YouTube, dass irgendwer ein bisschen gepusht hätte, oder pushen ist der falsche Ausdruck vielleicht, pushen ist für mich ein bisschen negativ behaftet, aber wenn jemand gesagt hätte, schaut euch, da ist Bitwalker, der macht Videos, gefallen mir gut, schaut mal hin zu ihm und so weiter, ein bisschen vielleicht in Kooperation, Zusammenarbeit, hätte mir schon gefallen. Also ich habe schon ein bisschen eine Zusammenarbeit gehabt mit verschiedenen, aber auch alles Kleinst-YouTuber, die auch mit mir angefangen haben und so. Also es ist nicht so, dass man meint, man bekommt erst mal Besucher mehr oder weniger. Also ich hätte es mir einfach gewünscht, wenn mich da ein bisschen vielleicht jemand kurz ein bisschen unter die Arme gegriffen hätte mit ein paar Tipps und Tricks und so. Das meiste muss ich mir einfach auch hier selber erlernen, beziehungsweise die Erfahrung walten lassen, die mich ein bisschen lehrt, wie das hier funktioniert. Ja, Freeskier, wie gesagt, hat eben schon ein Battlefield 3 Video von mir kommentiert. Ich habe es mir heute angeschaut und wirklich, er musste einfach lachen, denn diese arme Sau, wirklich eine arme Sau, hat er wirklich null Ahnung von Battlefield 3. Also man hat es im Commentary auch gemerkt. Ich meine, der hat nicht gewusst, dass es ja Squads gibt und ja, also wirklich keinerlei Ahnung, wie das Ganze hier abläuft. Und ich habe, muss ich auch sagen, ich habe ein bisschen spärliche Informationen zukommen lassen. Er hat mich schon angeschrieben, Bitwalker, schreib mal ein bisschen was, um was es hier geht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und so. Und ich habe ihm ja, glaube ich, 5 Zeilen geschrieben. Also wirklich das Allernötigste, so richtig fies. Im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Aber egal, für das, was er gehabt hat an Informationen, hat er wirklich gute Arbeit geleistet. Es war wirklich köstlich anzuhören und anzuschauen. Also, ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich denke, er wird sich gedacht haben, was mache ich überhaupt für einen Scheiß, ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Egal, er hat auch ein Thema angesprochen, das hat mir auch recht gut gefallen, die Thematik wieder immer wieder so MW3 versus Battlefield, und er hat selbst gesagt, er ist ein MW3-Spieler, hat er selbst gesagt, Battlefield ist definitiv realistischer. Dem widerspreche ich jetzt mal wirklich nicht, ich finde es auch, dass Battlefield 3 realistischer ist, was jetzt aber nicht heißt, dass es besser ist. Also, ist immer die Frage, was will ich von einem Shooter, was will ich spielen, und es gibt ja x-mal die Fragen, ich weiß nicht, wie oft das in den Kommentaren war, Bitwalker, was ist besser, Battlefield 3 oder MW3, nichts ist besser, es ist einfach anders. Battlefield 3 spielt sich grundlegend anders, ja, jetzt mit Close Quarters wollte man ein bisschen nachziehen hier, dass man ein bisschen MW3-Feeling reinbekommt, das lasse ich mal außen weg oder außen vor, um das geht es jetzt nicht, aber sonst vom Grundprinzip sind es unterschiedliche Games. Sicher kann man sagen, ja, bei beiden schießt man herum und so weiter. Ja, ist es aber nicht. Battlefield ist wirklich taktiklastiger aufgebaut, und ich habe die MW-Teile bis zum Erbrechen gespielt und kann einfach sagen, was Sache ist. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, wenn man jetzt als Einzelgänger durchkämpft und macht, was man will. Ja, völlig wurscht bei Modern Warfare. Größtenteils zumindest auf den öffentlichen Servern. Hier bei Battlefield hast du, wenn du ein Team hast, wo jeder macht, was er will, dann kannst du zusammenpacken, kannst nach Hause gehen, das ist uninteressant. Da denkst du nur nach einer halben Stunde Spielzeit, leckt's mich doch, was soll ich da, ja? Denn Frisky hat es eher auch erwähnt, ihm ist es auch aufgefallen, eine Spielrunde kann locker mal eine halbe Stunde dauern. Also das ist je nachdem, wie die Teams halt aufgestellt sind, beziehungsweise wie sie halt miteinander klarkommen. Deshalb die Frage, was ist besser? Nichts ist besser. MW3 ist MW3,
Battlefield 3 ist Battlefield 3. Ganz so einfach ist es. Da gibt es nicht mehr und nicht weniger dazu zu sagen. Jeder soll sich einfach sein Bild machen, was ihm besser taugt. Wenn man beides mag, kauft man sich beides Spiel, einmal das, einmal das andere. Ja, ist auch kein Thema. Und oh, jetzt sehe ich gerade, das Video ist gleich vorbei. Es sind nur mehr wenige Sekunden hier. Wie dem auch sei, macht einen Blick zum Freeskier rüber. Ich linke seinen Channel nochmal rein und ja, klickt auch bei ihm ein Abo. Er freut sich sicher, so wie ich mich über jedes Abo freue. Und ich denke, wenn man so ein bisschen zusammenarbeitet, bekommt man eine ordentliche Mischung, die einfach auch etwas Abwechslung bringt. Ja, ich muss ehrlich sagen, nur Battlefield 3 kommentieren ist auch ein bisschen öd, weil erstens geht man die Thematik einfach irgendwann mal aus. Außerdem ein bisschen was anderes darf auch zu sehen sein. So, jo, jetzt habe ich euch zugelabert. Hoffe, euch hat es gefallen hier. Über das Gameplay habe ich gar nichts verloren, oder? Außer, dass ich mit der M249 gespielt habe. Na, egal. Nächstes Mal kommt wieder ein bisschen mehr vom Gameplay. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich brauche jetzt hier was zum Abwischen. Ich schwitze hier wie ein Schweinchen. Hitze ohne Ende. Und ja, wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.